Hallo und herzlich willkommen zurück zu Farm Together. Ja, wir, beziehungsweise es ist wieder soweit. Wir werfen wieder einen Blick darauf, wie sich hier alles verändert hat. Und ich muss sagen, hier sieht es jetzt noch nicht so verändert aus. Aber wenn man schon in die Richtung blickt, sieht man schon, dass sich doch so einiges getan hat. Und wenn ich mit euch jetzt die Karte anschaue, dann seht ihr auch, ja, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Und zwar habe ich es genauso gemacht, wie ich es schon erwähnt hatte. Ich habe als allererstes nach oben gebaut, das habt ihr ja bereits mitbekommen in den letzten Folgen, habe dann nach links gebaut, hatte dann ja hier angefangen, die ganzen Blumen hinzustellen. Habe jetzt mittlerweile von denen, die ich jetzt hier angepflanzt habe, bis hier wirklich alle freigeschaltet. Also da fehlen mir noch zwei zu dieser Sorte. Die bekommt noch andere Sorten, die dazwischen kommen. Die noch andere Sorten und die noch andere Sorten. Und hier fehlt mir noch eine bei den Tulpen. Also die schwarze Tulpe, die fehlt mir noch. Und wenn ich mich nicht irre, dann habe ich damit quasi alle normalen Blumen da oben erreicht. Ich werde jetzt mit euch mal so ein bisschen hier durchlaufen, um euch noch ein bisschen mehr zu zeigen. Ach so, genau, das hier hat sich auch ein bisschen verändert. Und zwar habe ich jetzt mittlerweile vier Häuser hier stehen. Ich hatte dann doch angefangen mit dem Häuschen, was Edelsteine kostet, weil es halt einfach für mich persönlich dann nicht mehr so teuer war. Ich glaube 120 Edelsteine für diese kleine, ja, ich sag immer Bauernhütte. Also die ist noch recht günstig. Das daneben war ein bisschen teurer. Das war, glaube ich, 30.000 oder so. Und das Zelt, meine ich, war jeweils 50.000 pro Stufe. Was natürlich nicht besonders wenig ist. Hier habe ich so ein bisschen angefangen, weil ich ja den Platz frei hatte im Endeffekt, dass ich da ein paar Reihen von Bäumen gemacht habe, die dann einfach so ein bisschen gelevelt werden konnten. Hinten rechts seht ihr schon, da habe ich die, ich vergesse jedes Mal den Namen von den Bäumen, Tamarindenbäume, genau. Die habe ich da hinten rechts schon mal angefangen in der Ecke. Also hier ist nur so ein bisschen bunt gemischt, sage ich mal. Ich drücke mal eben nebenbei, während ich jetzt mit euch hier rumlaufe, auf die Sachen hier. Die Fische, die sind auch mittlerweile regelmäßig voll. Also da muss ich jetzt auch drauf achten, zumal 700 ehrlich gesagt jetzt nicht wirklich viel ist. Ja, was mein Lager jetzt hier bietet. Eigentlich müsste ich ein größeres Lager machen. Werde ich auch nach und nach machen. Ich hatte nur erstmal ins Auge gefasst. Das ist zumindest der Plan. Ich denke mal so ein oder zwei werde ich wahrscheinlich gleich noch eben mit euch hinstellen, dass das Lager ein bisschen erweitert wird. Also sprich um 100, 200. Wie ihr seht, hier links, da habe ich meine Fische ein wenig ausgebaut. Also vorher sind sie auch so ein bisschen, ja, mehr geworden in der letzten Folge. Aber jetzt sind wir wirklich hier unten am Rand ausgekommen und es geht einfach mehr oder weniger gar nichts mehr in der Ecke. Dann hier, also das ist im Endeffekt noch der Bereich, der so ein bisschen für die, ja, fürs Obst sorgt, damit ich dann auch nebenbei immer mal wieder die Medaillen bekomme. Den können wir auch direkt mal auffüllen. Hier habe ich so ein paar verschiedene Sachen hingestellt. Das soll so ein bisschen für den Grundbedarf, sage ich jetzt mal, sorgen. Also nur für ganz wenig. Natürlich sind ja nur 9 Stück pro Baum. Also ein pro Baum, aber 9 Stück insgesamt hier. Für das Gemüse. Hier soll Wolle rauskommen und hier sollen Trauben rauskommen. Das war so das, ja, woran ich jetzt gedacht habe, als ich die hingestellt habe. Hier auch ebenfalls nochmal das Gemüse, was rauskommt. Und der Rest ist dann, also die Tamarindenbäume, die doch da stehen, die sind so ein bisschen, um das aufzufüllen, damit hier auch ein bisschen Geld gescheffelt wird. Und ansonsten ist eigentlich hier noch alles recht klein. Ich nutze das Ganze mal aus und baue jetzt hier auch ein bisschen rum. Wenn wir jetzt aber nach ganz links gehen, dann seht ihr schon, wir haben hier doch eine recht lange Reihe an Bäumchen mittlerweile. Hier wird auch noch eine Straße dann hinkommen, dementsprechend, dass man hier vor dann fahren kann. Und hier, das sind, ich will nicht lügen, ich weiß nämlich jetzt gar nicht, wie viel ich davon stehen habe. Doch, ich glaube, die stehen alle unten. Das müssten dann jeweils 108 Bäume sein. Genau, die sind auch 108. Davon gibt es natürlich mehr, weil die an verschiedenen Orten stehen. Aber das sind jeweils 108 Bäume. Das war für mich besonders wichtig, damit ich dann immer so ein, ja, ich sag mal, so ein 100er-Schnitt habe. Wenn ich einmal hier diese Reihe komplett durcharbeite, habe ich auf jeden Fall 100 Bäume, die ich dann abgeerntet habe.
war für mich persönlich doch ziemlich wichtig. Ich habe das jetzt bis zum Mistelzweig hier vorne gemacht und habe hier erstmal so einen kleinen Cut gemacht. Da hinten müsste ich jetzt noch ein paar Bäume auffüllen. Wie ihr seht, ich habe auch gerade noch 1,8 Millionen im Pott drin. Das heißt, ich werde das auch gleich offline noch mal ein bisschen auffüllen. Und ihr seht schon, das ist dann doch ja ein ziemlich großer Streifen, den man hier unten dann finden kann. Dann eins höher. Den Streifen hatte ich, glaube ich, ja auch vorher schon mit den Lekornhühnern. Wobei ich dazu sagen muss, dass die da hinten alle fertig sind, falls die doch nochmal in einer Quest kommen. Das ist so die Länge, die ich erreichen möchte. Die gleiche Länge wird dann nach da unten auch nochmal runtergehen bis zu den Bäumen. Und hier kann man schon sehen, da habe ich versucht, immer so mit 9er-Feldern zu arbeiten und dass ich dann immer jeweils das nächste freigeschaltet bekomme. Hier, die muss ich auch nochmal auffüllen. Das könnte ich jetzt mit meinem aktuellen Geldstock im Moment auch gut machen. Hier habe ich mit den Kühen und den Enten angefangen. Habe dann da hinten in zweiter Reihe erstmal die Esel so ein bisschen platziert. Allerdings so ein bisschen notgedrungen, weil ich da hinten noch nicht erweitert habe. Also hier fehlt mir jetzt noch eine Ente. Ja, eine Ente, die noch sozusagen erlernt werden muss, also freigespielt werden muss. Die Ziegen habe ich meines Wissens nach mittlerweile alle freigeschaltet. Wenn auch, glaube ich, noch nicht alle hier drin. Und an den Truthähnen hier arbeite ich auch noch. Und ja, die Schafe, da habe ich jetzt erstmal nur zwei hier drin, weil ich leider den Truthahn hier reinsetzen musste, weil ich den jetzt aktuell noch für eine Quest brauche. Deswegen ist das so ein bisschen Kuddelmuddel gerade hier hinten. Liegt aber nur daran, dass ich da hinten diese Erweiterung nicht gemacht habe. Das ist es mir im Moment aber auch noch nicht wert, weil als nächstes möchte ich auf jeden Fall hier oben runterarbeiten, damit ich dann nach und nach alle Fische erhalten werde. Vielleicht mache ich es auch ein bisschen so, dass ich hier eins runterarbeite und hier dann dementsprechend erst eins mal zur Seite mache. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Kommt noch ein bisschen drauf an, ja, wie viele Quests ich jetzt mit Fischen habe oder wie viele Quests ich mit Bäumen habe. Wobei es mit Bäumen eigentlich ja weniger das Problem ist. Hier seht ihr schon, da habe ich ein Feld angefangen mit den, ich vergesse den Namen ständig, mit den Gummibäumen. Das soll auch nochmal komplett ausgefüllt werden, nur ich brauche immer so ein bisschen Edelsteine, die ich dann im Petto habe. Deswegen lasse ich den immer ein paar Mal arbeiten und setze dann ja so ein 9er-Feld immer mal wieder dazu, wenn ich mal wieder die Möglichkeit habe. Sprich, jetzt müsste ich eigentlich ein 9er-Feld machen können. Ja, zeigt mir zumindest an, dass das geht. Ja, und man sieht, ich habe jetzt fast 1000 dafür ausgegeben, um das einmal hier hinzustellen. Aber ich weiß, im nächsten Monat wird das dann wieder losgehen und dann habe ich ja wieder ein Feld mehr und dann werde ich natürlich auch mehr Edelsteine bekommen. Hier hatte ich mal angefangen, ein paar von den Bäumchen hinzustellen, mit denen ich auch Edelsteine erhalte. Das heißt, ich habe die Geldbäume hier. Ich habe hier die zwei Baumarten, die man leider nur mit Medaillen kaufen kann. Deswegen stehen auch nur drei Stück jeweils, damit es ein bisschen hochgelevelt werden kann. Der Zimtbaum einmal, der kostet 5 Medaillen, wenn man den kaufen möchte. Und Gewürznelkenbaum, der kostet, glaube ich, 2 Medaillen pro Stück. Granatapfelbaum habe ich nur gemacht, damit der ein bisschen gelevelt wird, um den Tamarindenbaum freizuschalten. Und hier Pistazienbaum oder hier diese Halloweenbäume da oben. Oder auch, ich glaube, heute ist das Event ausgelaufen vom, oder gestern, vom blühenden Kirschbaum. Das heißt, die werden jetzt endlich auch mal abgeerntet, was ich leider nicht mitbekommen hatte, dass er sie vorher nicht abgeerntet hatte, weil ja die gerade aktuell halt Eventbaum waren und dementsprechend nicht beachtet worden sind. Dann hier noch die Kastanienbäume, die kommen auch immer mal wieder als Eventbäume und der Süßigkeitenbaum von Weihnachten. Die geben halt alle Edelsteine. Nicht viel, die meisten haben eins, manchmal auch zwei, aber Hauptsache man bekommt halt regelmäßig ein bisschen was an Edelsteinen dazu. Ja, dann seht ihr schon hier, ich werde das jetzt mit euch zusammen erstmal nicht abernten, ich werde es nur zeigen, wie groß letztendlich dieser Streifen hier auch von den Blumen ist. Ich kann euch das ganz genau sagen, indem ich jetzt hier mal drauf gucke. Also der Streifen ist eins mehr als der Streifen von den Bäumen. Ich habe lange überlegt. Die 100 will ich auf jeden Fall haben. Ich habe es aber oft gehabt, gerade bei den Blumenquests, dass ich von einer Sorte 110 brauchte. Oder halt natürlich mehr, ne? Dass man 300 oder so braucht. Und gerade wenn ich dann so 110 brauche, war es richtig, richtig nervig, wenn ich dann wieder
warten muss, bis, keine Ahnung, 3 Stunden oder noch länger rum waren und ich dann die paar hier unten dann nochmal neu ernten konnte. Deswegen habe ich mir das so angelegt, wie ich es auch bei meiner Hauptfarm habe. Nämlich, dass ich hier eins mehr habe als im Endeffekt unten bei den Bäumen. Und das heißt dann für mich, dass ich zwar hier dann auch nochmal einen Weg durchlegen werde bis hinten, dass ich hier aber dann jeweils 2 frei habe, wenn ich hier vorne, ja, 2 oder 4, muss ich mal gucken, vielleicht setze ich die dann auch danach nochmal rein, wenn ich dann dementsprechend nochmal diese Gasstation hingestellt habe, dann werde ich hier jeweils 2 von diesen Käse-Dingern hinstellen. Wie heißen die denn jetzt genau? Kann ich euch sofort sagen, vorausgesetzt, ich wäre nicht so doof und würde das jetzt wieder übersehen, wenn ich danach suche. Die Käserei. Und das ist nun mal das Einzige, was uns im Austausch natürlich gegen Milch entsprechend Käse gibt. Und den brauchen wir ja leider später, um unser Lager etwas auszubauen. Hier, nee, das ist das Teichfiltersystem. Ich zeige euch hier wieder einen Mist heute hier oben. Das Lagerhaus. Ich war zuerst schon am Überlegen, ob ich das nicht als erstes machen soll, weil man da doch ziemlich viele Medaillen für braucht. Aber ich habe mich letztlich entschieden, da ich jetzt schon kurz vor Level 55 stehe und es bei Level 60 hier unten endlich die Gewerkschaft gibt, dass ich mir das Geld erstmal spare. Ich weiß nämlich nicht mehr genau, wie teuer die Gewerkschaft ist. Ich meine, es waren 50 Medaillen, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und dann werde ich die erstmal holen und dann werde ich wieder ein bisschen ansparen und werde mir hier oben das Lagerhaus holen, dass ich dann nebenbei meine Lagerkapazitäten dann auch nochmal so ein bisschen vergrößern kann und nicht nur mit der roten Scheune. Die rote Scheune ist sehr, sehr gut, gerade für den Anfang, aber sie erhöht eben die Lagerkapazitäten in Anführungszeichen. Für alle waren jeweils nur um 100 und man muss sie halt auch hinbauen können, das ist das große Problem. Und wenn man irgendwann keinen Platz mehr hat oder die ganzen Plätze voll hat, ich mache es dann normalerweise immer so, dass das ganz außen ist, das zeige ich euch gleich nochmal. Wenn man diese Plätze dann voll hat, dann macht man halt nicht mehr weiter, man kann es nicht mehr erhöhen. Und dann ist natürlich das Lagerhaus super, das ist zwar nur die Hälfte, also macht die Ressourcen nur um 50 höher pro Stufe, aber die kann man so bezahlen. Also dafür braucht man halt Rohstoffe wie zum Beispiel Obst, Gemüse und so weiter. Und eben Geld. Also, ich sag mal, womit man besser zurechtkommt, das sollte man dann definitiv nehmen. Ja, wie ihr seht, einiges von den Blumen habe ich jetzt schon verlängert. In erster Linie natürlich die Blumen, die günstig waren. Hier die roten, die sind leider, roter Hibiskus hier, die sind leider nicht so günstig. Ich glaube 11 oder 14, nee, 14.000 glaube ich das Stück. Fehlen mir aber trotzdem nur noch 2 Stück bis zum Ende, glaube ich. Das heißt, das werde ich definitiv auch noch machen können. Ja, und so mache ich das mit den roten Scheunen. Ich mache das einmal komplett um die Map rum, dass ich die immer so hinstelle. Die Ecken lasse ich immer frei. Man könnte es jetzt auch bis in die Ecke noch schieben. Dann hat man mindestens 2 von den Scheunen halt eben mehr für einen so einen Streifen. Aber ja, ich lasse das im Endeffekt immer so. Und denke mir, gut, die 200, die machen den Braten jetzt auch nicht mehr wirklich fett. Wie ihr seht, wundervolle Blumenwiesen. Ich muss mal schauen. Ich denke mal, dass ich das wieder so machen werde, dass ich die dann nach Sorte so ein bisschen abgrenze. Das heißt, hier diese Narzissen, dass alle 4 Sorten von den Narzissen in einen abgegrenzten Bereich sind und ich dann hier so eine Mauer machen werde. Die werden dann alle wieder in einen eingegrenzten Bereich sein, bis hier zu den gelben, den Annabelle-Hortensien. Und dann werde ich hier dementsprechend auch wieder eine Mauer machen. Entweder das oder ich werde Pilze reinmachen. Die habe ich mich auch zuletzt mal gesehen. Das sah auch sehr schön aus. Aber ich denke, ich werde mich wahrscheinlich wieder für diesen Sandstein entscheiden. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon freigeschaltet habe. Doch das hier, diese Lehmmauer. Die finde ich persönlich sehr, sehr schön. Gerade auch, wenn die bei den Blumen ist. Und es gibt sehr viele schöne Sachen. Also der Metallzaun zum Beispiel, der sieht auch sehr schön aus bei den Blumen. Oder ich habe, glaube ich, auch mal einen dieser japanischen Zäune gesehen. Das sah auch nicht schlecht aus. Dann die Steinwand, ne, ist halt sehr rustikal, aber sieht auch nicht schlecht aus, wenn es einmal da so drumherum geht. Ja gut, den weihnachtlichen Zaun würde ich nicht unbedingt drumherum machen. Alleine, weil es halt eben leuchtet, wäre es jetzt für mich nichts.
Was man machen könnte, wäre zum Beispiel so ein Jubiläumszaum, aber das ist mir wieder zu eventmäßig irgendwie von Optik her. Also das finde ich nicht so schön. Deswegen, ja, ich denke mal, dass das wohl eins von den oberen dann sein wird. Was ich gemacht habe, ich habe euch ja immer gesagt, ich kann euch nicht empfehlen, Sprenkleranlagen zu bauen. Ich habe hier bei den Gerberas, habe ich Sprenkleranlagen gebaut. Und im Endeffekt sind es nicht viele, weil ich habe ja nur zweimal, also zwei Neunerfelder hingestellt. Das heißt, ich habe hier auch nur neun von den Sprenklern reingestellt. Aber wenn die Gerberas nach insgesamt 7 Tagen durch sind, und ich hoffe, ich werde daran denken, dann werde ich das Ganze nämlich noch für euch im Video aufnehmen. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Dann wird nämlich ein richtig, richtig großer Betrag damit rauskommen. Und zwar, wenn die gut durchwässert sind, wie in diesem Falle, 36.000 pro Feld. Wenn ihr das mal vergleichen möchtet, zum Beispiel mit den rosa Narzissen, da erntet ihr pro Feld 158 und die sind schon auf Stufe 44. Die Gerberas sind ja noch auf Stufe 1. Und ja, ich kann nur sagen, ich liebe diese Blumen. Ich werde auch wieder ein riesiges Feld machen mit diesen Blumen. Ich muss mal schauen, wo ich das genau hinmache. Ich denke, so wie sonst werde ich hier oben wahrscheinlich dann das große Feld machen, wo ich die Quests immer alle anpflanzen werde und vielleicht auch Events mal anpflanzen werde. Soll ja eine Community Farm sein. Das heißt, ihr sollt ja auch was davon haben, wenn ein Event ist. Es geht schätzungsweise vielleicht ungefähr bis hier, sowohl oben wie unten. Also die waren relativ gleich, glaube ich. Das heißt, hier so diese Ecke wird das Feld werden. Und hier unten, diese Ecke, nehme ich an, werde ich dann die Gerberas machen. In der Hauptform habe ich es anders gemacht. Da habe ich hier unten das große Feld, habe ich dann die schwarzen Tulpen gemacht. Und ich habe hier oben ein noch größeres Feld Gerberas gemacht. Also das ist wirklich Wahnsinn, was man da an XP bekommt. Und wenn ihr das hier mal ansieht, alleine auf Stufe 1 für eine einzige Gerbera ohne den Buff, der das Ganze ja verdoppelt, bekommt ihr 1250 XP. 1250. Für so eine Narzisse beispielsweise bekommt ihr 27. Deswegen kommt die halt auch jede Stunde und die jede Woche. Aber das ist wirklich ein immenser Unterschied. Deswegen habe ich hier auch die Sprenkler reingemacht und kann euch wirklich nur empfehlen, solltet ihr Gerberas pflanzen und ihr habt die Medaillen, macht immer so ein Neunerfeld nach Möglichkeit und setzt dann direkt die Sprenkler mit drauf. Lasst alles andere von mir aus so, wie es jetzt ist, wie bei mir auch ohne Sprenkler, aber macht das bei den Gerberas drauf. Nicht nur wegen dem Geld, sondern auch wegen dem ganzen Rest. Ja, hier hat sich wieder viel getan. Das habe ich fast alles mittlerweile durchgezogen. Ich muss auch gleich mal dringend wieder ernten offline. Dann habe ich hier angefangen mit den rosa Glyzien. Die werde ich jetzt auch in etwas weniger als einer Stunde endlich wieder abernten können. Ich denke mal, dass die dann, die waren jetzt, glaube ich, auf Level 5, genau. Ich denke mal, dass die dann groß genug sein werden, dass ich die zweiten hinstellen kann. Und ähnlich verhält es sich, denke ich mal, auch mit der Glockenblume. Wenn ich die einmal abernten kann, dass ich dann direkt die nächste Farbe hinstellen kann. Und hier habe ich dann auch schon mal, ich habe dann hier, wie gesagt, immer freigelassen für die nächsten Sorten davon. Den gemeinen Flieder habe ich dann hier hingestellt. Und danach habe ich dann die Orchideen hier hingepflanzt. Die haben dann auch nochmal drei andere Farben, glaube ich, sind es. Und hier stehen dann die Tulpen. Das sind übrigens auch die ersten, neben den Orchideen, die von mir dann auch Sprenkler bekommen später. Ganz, ganz wichtig, die, die jetzt hier hinkommen werden als nächstes, die schwarzen Tulpen. Die werde ich auf jeden Fall, wenn ich genug von den Medaillen habe, werde ich hier auf jeden Fall Sprenkler mit reinstellen, weil die sind neben den Gerberas, die ja leider nur einmal die Woche abgeerntet werden können, absolut die geilsten Pflanzen, die man haben kann. Weil alleine schon, wenn ihr seht, diese pinke Tulpe, da bekommt ihr auf Stufe 1, da ist noch nichts von gelevelt, pro Feld 9.600 an Dollar raus. Und die könnt ihr halt eben alle 2 Tage abernten, genauso wie die schwarzen Tulpen dann später auch. Nur die schwarzen Tulpen haben natürlich noch mehr, was dann rauskommt. Und das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ja, hier den ganzen Rest, da werden jetzt noch, neben den schwarzen Tulpen natürlich, werden jetzt hier noch die ganzen
Blumen kommen, wie jetzt zum Beispiel der grüne Tee, wo ich halt Medaillen für bezahle. Ich fange aber grundsätzlich immer mit den Blumen an, für die ich Edelsteine bezahle und die halt eben auch Edelsteine bringe. Mit denen fange ich immer an. Normalerweise mache ich es so. Deswegen muss ich den Oregano auch noch umsetzen, weil der ja auch Edelsteine bringt. Das ist, oder ich lasse ihn drin. Ich habe mich da so ein bisschen vertan, dass ich den leider in die falsche Reihe gestellt habe. Also da muss ich mal gucken, wie ich das genau handhabe. Wahrscheinlich werde ich ihn drin lassen, weil es einfach zu viel ist, den umzusetzen. Ich muss dann die ganzen Tulpen und die ganzen anderen nämlich auch wieder umstellen. Dazu gehören dann unter anderem, nee, Rosmarin ist auch noch mit den Medaillen, aber dazu gehören, gibt es noch welche von den normalen? Nee, der Löwenzahn war zum Beispiel auch Event. Deswegen, der ist begrenzt. Das sieht man unten. Eigentlich war es jetzt nur der. Ja, eigentlich nur hier das Oregano, was jetzt so anzupflanzen ist. Danach fange ich dann mit den Medaillen an. Da habe ich dann die drei Sorten von den Tee, die ich da anbauen werde. Dann mache ich es meistens so, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, dass ich das Rosmarin anbaue, dann den Safran anbaue und ich glaube, dann kommen wirklich nur noch die Eventpflanzen, wenn ich das jetzt hier richtig sehe und auch richtig im Kopf habe von dem, was hier unten ist. Genau, das sind nochmal die beiden Teesorten. Genau, und dann fange ich mit den Eventpflanzen an. Da schaue ich dann immer so ein bisschen, was von denen jetzt am wichtigsten ist. Mach dann hier die Fingerhüte da rein. Mach dann, wo ist es, den Löwenzahn da rein. Und, ach so, genau, den Senf, der kommt dann nach dem Löwenzahn, weil der Löwenzahn noch mit Edelsteine zu machen ist. Also den ordne ich dann immer hier mit ein. Und der Löwenzahn ist dann halt mit Medaillen. Der kommt dann auch zu den Medaillen. Und hier nee, Rafflesien oder wie auch immer das ausgesprochen wird, das kommt halt auch zu den Eventpflanzen, genauso wie hier die Lilien. Das versuche ich dann alles so ein bisschen zusammen zu ordnen. Ja, und wie gesagt, das ist die letzte Station. Da habe ich dann angefangen mit den Fischen. Ich bin gerade am Überlegen. Ja, das sind nur zwei, genau. Da ist es jetzt so, dass ich noch auf die Stufe 60 warte, weil der Farmhelfer, der hier bei den Fischen steht, ihr seht schon, da ist jetzt ein Feld von den Fischen, ist hier mit in dem Bereich drin. Das heißt, der erntet alle vier von den Dingern aus. Weil ich die nämlich hier hinten verbunden habe. Ich habe nur ein Feld so dazwischen gemacht und dann sind die alle miteinander verbunden. Und das kann man machen, bis man insgesamt 1000 Fische hat. Nur, wie ich schon mal zuvor erwähnt hatte, nicht mit allen Fischen. Der Narwal, der muss einzeln ja, geangelt werden. Der Neonsammler, der Barsch ist auch ein Eventfisch, der muss einzeln geerntet werden, geangelt werden. Und der Anglerfisch und der Piranha, die können zusammen mit in ein Becken verbunden werden. Aber der Hammerhai, der muss auf jeden Fall auch nochmal einzeln geangelt werden. Das heißt, da brauche ich dann jeweils einzelne Stellen für, also ein so ein Feld im Endeffekt, wie es jetzt hier ist, wo er dann erntet. Das heißt, die mache ich dann nebeneinander und die anderen mache ich dann, das zeige ich euch später nochmal, mit so einem Streifen nach unten. Und ich sage jetzt mal, das hört bis hier auf. Da mache ich von hier aus noch so einen Streifen nach unten und ungefähr auf dieser Höhe wird dann mein Farmhelfer hingestellt. Das kriege ich auch noch Schluck auf. Und ja, der hat dann jeweils immer so ein Feld drin, dass man alles angeln kann. Und alles andere, was jetzt hier noch frei wäre, dann letztendlich, da mache ich dann den Reis rein. Den kriege ich leider erst ab Stufe 60. Der ist aber ganz, ganz wichtig, damit ich eine durchgehende Quelle habe, um Getreide zu bekommen. Und Getreide brauche ich nun mal ganz, ganz dringend für meine Häuser, weil ich in erster Linie in den Häusern Sushi mache und ich dafür immer Fisch und Getreide brauche. Deswegen ist das auch ganz gut, wenn beides letztendlich so aus einer Quelle sozusagen kommt, also beides gleich geerntet wird. Hier habt ihr das dann nochmal mit dem Sushi. 20.000 kostet das Ganze. Ich brauche 20 Getreide und 20 Fisch, für jede Stufe wohlbemerkt. Und dann werde ich nach und nach auch die Pilzsuppen hier rausnehmen und dann nur noch Sushi reinmachen. Das mache ich aber erst dann, wenn ich wirklich dieses Getreidevorkommen habe, auf Stufe 60 in Form von vom Reis. Vorher könnte ich es theoretisch auch machen,
Aber das habe ich ganz am Anfang mal leider gemacht und hatte dann nämlich das Problem, dass ich ja nicht genug Getreide hatte, weil ich irgendwie zufällig aus Versehen zwischendurch noch was verkauft hatte und oder zu viel hergestellt hat. Auf jeden Fall war es nicht mehr genug da. Und dann habe ich halt da gestanden und habe dann auch keine Tickets mehr bekommen. Und wie ihr seht, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Farmhelfer schon auf der Farm. Und ich habe trotzdem, und ich habe jetzt noch nicht alles hier abgeholt im Hintergrund, ich habe trotzdem schon 178 in Anführungszeichen überschüssige Tickets, die ich noch benutzen kann. Und habe gerade erst wieder alle aufgefüllt, die man hier sehen kann. Deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall. Also 8 Farmhelfer mit 4 Häuser zu unterhalten, da werdet ihr locker einen Plus rauskriegen. Und deswegen habe ich ja am Anfang gesagt, 2 Farmhelfer mit einem Haus geht noch. Aber wenn ihr ein bisschen expandiert, dann solltet ihr auch ein bisschen größer werden mit den Häusern. Und das werde ich auch nach und nach dann machen, dass die größer ausgebaut werden. Und ja, wie gesagt, ich werde das dann so machen, dass ich ja wahrscheinlich so hier ungefähr auf der Höhe diesen Anfangsbereich mache. Es wird ein schöner Anfangsbereich. Ich habe mir da viel für vorgenommen, auch ganz viele Tankstellen direkt im Eingangsbereich. Und von dort aus gehen dann auch so einzelne Wege noch weg. Und ich glaube, ich habe 6 von den Farmhelfern immer hier bei den Tieren gehabt ungefähr. Also hier so bis hier meine ich ungefähr. Und dann werde ich gucken, dass ich hier zwischen dann noch ein bisschen so für die Fabrikation baue. Ich brauche auf jeden Fall ein großes Feld, wo ich die Bienenwaben holen kann, weil die ja leider nur alle 24 Stunden zu holen sind. Den Rest kann ich etwas kleiner machen. Und hier denke ich mal ungefähr in dem Bereich werde ich dann ja die Häuser bauen, wie ich es im Endeffekt früher gemacht habe, dass ich zum Beispiel bei dem Zirkus drumherum ganz viele Zusatzsachen als Deko hier nehme, die wirklich auch auf Zirkus passen. Zirkuswagen, Schwanenboot, Karussell und so weiter, dass ich die dann als Deko mit da reinsetze. Oder zu diesem spacigen Haus, dass man dann hier so eine Rakete mit reinsetzt von der Optik her. Oder es gibt ja noch dieses Piratenhaus oder wie sich das nennt. Dann die Flaschenpost damit reinbringen, die Truhe, die Schatztruhe, Piratenkanonen und. Also da ist, naja, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, den Sachen, die man stellen kann, leider schon. Aber ich werde auf jeden Fall alles, was es so gibt, werde ich so ein bisschen mit reinbringen. Und ja, ich möchte halt auch, dass ihr auf die Farm kommt und wenn ihr gerade nichts zu tun habt oder vielleicht gar nichts machen wollt, dass ihr auf jeden Fall auch genug zu entdecken habt. Und ja, wie gesagt, das mit dem Labyrinth habe ich ja auch schon überlegt, ob ich das machen soll. Vielleicht werde ich es auch ein bisschen anders machen. Weiß ich noch nicht so genau. Ich habe so ein paar Ideen im Kopf. Aber mal gucken, wie ich das letztendlich dann doch machen werde. Ja, jetzt hat der kleine Ausblick leider doch wieder ein bisschen länger gedauert. Aber ich kann mich halt nicht kurz halten, weil ich möchte euch wirklich alles ein bisschen erklären. Und auch die, die natürlich noch Anfänger sind in dem Spiel, sollen dann immer wieder auch den einen oder anderen Tipp finden, wenn ich euch erkläre, warum ich wie was gemacht habe und erweitert habe. Und ihr seht schon wieder, mein Obst ist jetzt auch schon wieder voll, da muss ich auch schon wieder draufdrücken. Das verkaufe ich nicht, muss man dazu sagen. Ich mache es wirklich nur über diese Fruchtpressen. Alles andere benutze ich nicht. Ja, ich bedanke mich dann erstmal fürs Zuschauen und ich denke mal, das nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen, eigentlich hatte ich ja geplant, bei 48 nochmal ein Video zu machen, aber ich bin dann so schnell von 48 auf 55 hoch, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt ist auf jeden Fall wieder Zeit für ein Video. Und ich denke, das nächste Video werde ich machen, wenn ich alles freigeschaltet habe. Vielleicht noch nicht die ganzen Erweiterungen, aber schon alles machen kann, weil so viel kann ich euch sagen. Die Sachen, die ich zum Beispiel angepflanzt habe, wie ihr seht, ich kann wesentlich mehr als beim letzten Mal. Und ich habe hier nur noch ein paar Sachen, also knapp 2 Reihen von den Sachen, die ich noch freischalten muss, wobei 2 ja sowieso levelgebunden sind. Also, wenn man so will, habe ich nur noch 2 Reihen, die ich freischalten muss, wo dann immer mal wieder so ein Quäntchen noch fehlt. Steckrüben fehlen noch 2 Level, Erdbeeren fehlt noch was. Ja, bei denen habe ich jetzt spät angefangen zum Beispiel. Und die habe ich noch gar nicht gemacht, fällt mir gerade auf. Die müsste ich auf jeden Fall auch nochmal machen. Und natürlich andere, die sehr lange brauchen.
Wie zum Beispiel der Kürbis. Der braucht unheimlich lange, also standardmäßig 2 Tage. Und ja, das dauert nun mal leider, bis man das Ganze dann freigeschaltet hat. Aber ich arbeite dran, hier alles freizuschalten, bei den Tieren alles freizuschalten. Das wird natürlich noch ein bisschen dauern. Zum Beispiel hier die Hirsche, die kommen dann erst mit einem späteren Level. Also wenn ich hier so drauf achte, würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht so bei Level 72 rum wieder, dass ich dann das meiste soweit freigeschaltet habe. Dann habe ich auf jeden Fall auch den letzten Fisch noch frei und die Blumen habe ich bis dahin definitiv auch freigeschaltet, weil die brauchen halt was länger, weil zum Beispiel die Tulpen ja nur alle 2 Tage abzuernten sind und so. Und ja, gut Ding will Weile haben, so heißt es ja. Ich bedanke mich dann erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.